Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video sprechen wir über Tattoo-Don'ts, die du auf jeden Fall vermeiden solltest. Wenn du da draußen gerade neu auf meinem Channel bist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du Teil meiner Community wirst. Einfach auf Abonnieren klicken, ist komplett kostenlos. Kostet nichts, ist for free, Leute, und Support schadet niemandem. Also ich freue mich auf jeden Fall über jeden neuen Abonnenten. Wenn du Bock hast, kannst du mir auch gerne auf Instagram folgen. Dort gibt es aber eher so private Einblicke von mir, so behind the scenes, als auch Outfit-Posts. Also wenn du Bock hast, folg mir auch gerne dort. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr dolle. So Leute, heute geht es um Tattoos. Mal was ganz anderes. Und ich persönlich mag die Idee von Tattoos, ja. Aber das muss halt schon passen. Wenn ich zum Beispiel so einen Badass-Motherfucker sehe, ja, der komplett zutätowiert ist von oben bis unten, ja, und das passt richtig zu dem, dann sage ich so, ey, Digga, cooler Typ. Wie zum Beispiel mein Kollege Kahn, der war ja auch bei einem oder anderen Video schon mit dabei. Ist ein Türke, hat Vollbart, längere, schwarze, richtig dunkle Haare, komplett zutätowiert von oben bis unten, Arme, Brust, alles mögliche zutätowiert. Und Leute, das sieht einfach geil aus, weil es gut zu dem passt. Aber es gibt einen kleinen, aber feinen Unterschied zwischen coolen Tattoos und zwischen dummen Tattoos. Und ich persönlich weiß das nur zu gut, denn ich persönlich bin stolzer Besitzer von 3 kleinen, süßen chinesischen Zeichen auf meiner rechten Wade. Und nein, Leute, das heißt nicht Xing Shang Shong, sondern das hat tatsächlich eine Bedeutung. Und zwar heißt das Ganze übersetzt Liebe, Gott und Familie. Aber Leute, damals wollte ich mich natürlich nicht von meinen Eltern belehren lassen, ja? Und wollte unbedingt dieses Tattoo haben und meine Eltern sind sehr, sehr cool, sehr relaxed und sehr entspannt und meinten dann zu mir, Daniel, ganz ehrlich, wenn du es machen willst, ja, dann mach es halt, ja. Du musst halt selber auf die Fresse fallen und es merken, dass es halt vielleicht uncool ist oder halt nicht zu dir passt. Und mein Papa war sogar so cool und ist mitgekommen zum Tätowierer, dann habe ich mir das Tattoo stechen lassen. Und ja, Mama, Papa, ja, ich habe es begriffen. Und damit du da draußen nicht den gleichen Fehler machst, den ich auch gemacht habe mit 16 Jahren, sprechen wir jetzt über die Tattoo-Don'ts, die du auf jeden Fall vermeiden solltest. Tattoo-Don't Nummer 1. Lass dir niemals, aber auch niemals, den Namen deiner Frau oder deiner Freundin auf deinen Körper tätowieren. Ja, Leute, ich weiß, jetzt kommt ihr um die Ecke so, ah, das ist die Liebe meines Lebens, ich liebe sie über alles, ich schwebe auf Wolke 7, natürlich lasse ich mir den Namen auf meiner Haut tätowieren. Nein, wenn du deine Freundin oder deine Frau liebst, ja, dann heirate sie einfach, aber lass dir nicht den Namen irgendwo hin tätowieren. Außerdem, was willst du machen, wenn zum Beispiel irgendwann mal, ja, aus irgendwelchen Gründen auch immer, möglicherweise die Beziehung auseinandergeht? Was willst du deiner Neuen sagen, ja? Willst du dann sagen, okay, das ist der Name von meiner Ex hier drauf, ist ein bisschen, ja, merkst du selber. Also, verschwende keinen Gedanken daran und tätowiere auf keinen Fall den Namen deiner Freundin oder deiner Frau auf deinen Körper, sondern heirate sie einfach. Tattoo-Don't Nummer 2, 3 und 4. Tätowiere dich niemals auf deinen Händen, in deinem Gesicht oder an deinem Hals. Leute, warum zur Hölle solltest du deine Hände, dein Gesicht oder deinen Hals nehmen, wenn du überall auf deinem Körper Platz für ein Tattoo hast, ja? Leute, bitte seid so schlau und nehmt eine Stelle, die ihr möglicherweise auch mit Klamotten bedecken könnt, ja? Wenn es jetzt auf dem Arm ist hier, kein Problem, ja? Aber ein Langarm-Shirt sollte das Tattoo auf jeden Fall bedecken. Weil, wenn du zum Beispiel in einem Vorstellungsgespräch bist, ja, und du zum Beispiel ein Tattoo mitten im Gesicht hast, hier auf der Wange da oder auf der Stirn, ja, ich glaube, deine Chancen für dieses Bewerbungsgespräch laufen sich dann gleich mal ganz schnell gegen null. Und wenn jetzt Leute kommen und sagen, Diskriminierung, ich kann mir doch meine Tattoos hinstechen lassen, wo ich will. Leute, nein, es ist einfach nur dumm, ein Tattoo ins Gesicht zu machen. Und vor kurzem hat ein Kollege mir einen YouTuber gezeigt namens Miguel Pablo, ja. Und ich habe gedacht so, das kann doch nicht sein, ja. Das ist doch ein Scherz, das sind doch keine Tattoos bei ihm auf den Wangen, ja. Hey Leute, schaut euch das mal an, ein Vorher-Nachher-Bild. Vorher sah der Junge echt sympathisch, nett aus. Und jetzt hat er tatsächlich 2 Tattoos mitten auf der Wange. Ich weiß nicht, was der Junge Falsches geraucht hat, ja. Aber Leute, ich kann euch nur raten, nicht so dumm zu sein und sowas zu machen. Long story short, keine Tattoos im Face, am Hals oder auf den Händen. Tattoo-Don't Nummer 5. Leute, mehr brauche ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Tattoo-Don't Nummer 6. Lass dir auf keinen Fall Porträts von deinen Kindern oder von deiner Family tätowieren. Leute, ich weiß, ihr liebt eure Family über alles, ihr liebt auch eure Kinder über alles, falls du da draußen Kinder haben solltest. Ja, ich liebe meinen Hund auch über alles und falls ich Kinder hätte, würde ich die natürlich auch über alles lieben. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Porträttätowierungen immer echt mega, mega komisch aussehen. Also lass die Finger davon. Jetzt stell dir mal vor, du bist 30 Jahre alt, hast vor 2 Jahren einen kleinen Sohn bekommen, ja, und lässt dir jetzt das Gesicht von deinem Sohn auf deiner Brust tätowieren.
Ja, schön und gut. Du warst zu dem Zeitpunkt gut in Shape und 10 Jahre später, da ist dein Junge 12 Jahre alt, dann kommt er zu dir hin und fragt dich so, hey Papa, was ist denn das da eigentlich auf deiner Brust? Ja? Und du sagst dann so, das bist du. Und dann dein Kind so, das soll ich sein? Das ist noch nicht dein Ernst. Leute, Porträttätowierung sind einfach schwierig. Gerade wenn du zum Beispiel abnimmst oder zunimmst, ja, dann sieht das irgendwann einfach komisch aus. Von daher, lass die Finger davon. Ist ja eine coole Geste, aber dann nimm einfach irgendwie einen Schriftzug oder den Namen. Lass dir den Namen von deinen Kindern tätowieren oder den Namen von deinen Eltern tätowieren. Das kannst du besser machen, als irgendein Porträt dir auf deinen Körper klatschen. Tattoo Don't Nummer 7. Lass dir auf keinen Fall emotionale Tattoos stechen. Ja, Leute, was ich damit meine, wenn du zum Beispiel jetzt gerade irgendwie im Urlaub bist, in Thailand, ja, und da siehst du irgendjemanden mit einem Tattoo und denkst du so, wow, geil, so gerade Surfer-Feeling, so Urlaubsfeeling, ich lass mir jetzt auch eins stechen. Einfach, weil ich da gerade Lust und Laune drauf habe, ja. Oder du bist zum Beispiel in Vegas, ja, im Club gewesen, nach Suff, läufst du zum Hotel hin und da siehst du auf einmal ein Tattoo-Studio und denkst du so, komm, scheiß drauf, ich mach mir jetzt ein Tattoo, einfach, weil ich Bock drauf habe, scheißegal, ohne Bedeutung, einfach mal drauf machen, ja. Und allerspätestens nächsten Morgen, wenn du wieder nüchtern bist, denkst du so, fuck man, warum zur Hölle habe ich das gemacht? Und aus dem Grund würde ich dir empfehlen, keine emotionalen Tattoos zu machen, sondern mach dir, also aus der Emotion heraus, irgendein Tattoo dir stechen zu lassen, sondern nimm lieber Tattoos, die auch wirklich eine Bedeutung haben. Tattoo Don't Nummer 8. Geh nicht mit Trends. Ja Leute, das gleiche gilt bei Tätowierung als auch bei Frisuren. Ja? Du kannst dir nicht irgendeine Frisur auf den Kopf klatschen, nur weil sie gerade Trend ist, aber gar nicht zu dir passt. Dann siehst du einfach scheiße aus. Und das gleiche gilt auch für Tattoos. Du musst dir schon Tätowierung aussuchen, die zu dir persönlich passen und nicht irgendwie einen Trend nachlaufen. Du kannst ja mal vielleicht Leute fragen, die süße kleine chinesische Zeichen auf der Wade sich haben tätowieren lassen. Die können dir das auf jeden Fall bestätigen. Und weil ich diesen Fehler gemacht habe und nach einem Trend gegangen bin und mir chinesische Zeichen habe tätowieren lassen, werde ich mir mein Tattoo entfernen lassen mit einer Laserbehandlung. Und wenn du da draußen jetzt denkst so, shit, ich habe mir auch mal ein Trend-Tattoo tätowieren lassen und das sollte ich vielleicht auch mal loswerden, dann guck mal in die Infobox rein. Dort habe ich die Praxis verlinkt, bei der ich jetzt bald mein Tattoo entfernen lassen werde. Und dazu gibt es natürlich selbstverständlich dann auch ein passendes Video. Ja Leute, schreibt auch gerne mal in die Kommentare rein, ob ihr vielleicht schon mal so einen Fehler begangen habt, ja, und ob ihr möglicherweise auch eine Laserbehandlung machen würdet, um euer Tattoo wieder zu entfernen. Wenn ihr so einen Fehler begangen habt, würdet ihr es machen, ja oder nein? Könnt ihr einfach mal in die Kommentare reinschreiben. Ich freue mich auf jeden Fall über euren Support, über Daumen, über Kommentare. Ja. Denkt dran, Support ist kein Mord und ich freue mich echt über jede Unterstützung von euch da draußen. Also Leute, das war's für heute. Macht's gut. Peace out.